Landesrat Kurzmann und an mich, da die Frau Magister Teschenek, warum bezieht sich meiner Kenntnis, mich mit dem Gemeinderat Sorger verwechselt hat. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Ich habe dann telefonisch das nachgeklärt mit ihr, mit der Frau Magister Teschenek, indem ich das klargestellt habe, dass ich nicht der bisherige Beschwerdeeinbringer bin, bot sie mir an, sich dieser amtsübergreifenden Sache anzunehmen und bat mich, die Sachlage zusammenzufassen. Es war ganz leicht, das zusammenzufassen, weil der Herr Bager da ein umfangreiches Dokument zur Verfügung gestellt hat, das allerdings schon der Herr Sorger weitergeschickt hat. Das heißt, bei diesem Telefonat ist es klar herausgekommen, nur zur Erklärung, dass die Anzeige von der Frau Magister Teschenek vom Land weitergegangen ist und nur bei unten das E-Mail, was vom Herrn Bargler an mich und an den Herrn Sorger gegangen ist, vom Herrn Sorger so weitergeleitet worden ist, ist die Anzeige daraus entstanden, ich bin als Anzeige aufgeschrieben. Das heißt, der Herr Sorger war der ursprüngliche Anzeiger des Ganzen und dazu steht er auch. Was ist mit dem dann bitte? Dazu komme ich gleich, Ein bisschen warten, wir reden jetzt von der ersten Anzeige. Am 10.9., nur damit man sieht, wie verhornt der Fall ist und wie ihr absichtlich mit falschen Informationen um euch schmeißt. Am 10.9.2012 kam ich dieser Bitte im Rahmen einer Aufsichtsbeschwerde nach und sendete ihr diese Zusammenfassung, die im Wesentlichen aus offenen Fragen gleiche Punkte wie am Drittelantrag und den Dokumenten des Herrn Bager bestand. Vermutlich wurden die Punkte dieses Schreibens von der Fachabteilung 13 zur Klärung auch der Staatsanwaltschaft übermittelt. In einem anderen Fall der Datenschutzverletzung durch Bürgermeister Eisbauer bekam ich die Nachricht eines geschädigten Bürgers, dass die Staatsanwaltschaft Graz die Ermittlungen trotz gültigen Bescheides der Datenschutzkommission einstellen wollte, da eine Beschwerde des Bürgermeister Eisbauer beim Verwaltungsgerichtshof eingegangen sei. Da eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat und es zum wiederholten Male zu Gesetzesverstößen durch den Bürgermeister gekommen war, sah ich den Punkt erreicht, um eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu senden. Darin habe ich auch nochmals auf die Vorgänge rund um das Wasserbecken an dem Getreideweg hingewiesen. Das heißt, noch einmal zusammenfassend, versuchte Gespräche mit dem Bauamtsleiter, über ein Dreivierteljahr keine Informationen im Gemeinderat. Eine Gemeinderatssitzung, die von mehr als einem Drittel rechtsgültig und wie du weißt, von der Aufsichtsbehörde festgestellt, dass das unwichtig war, von dir nicht abgeführt worden ist, hat die Aufsichtsbehörde eindeutig festgestellt. Und danach, nachdem es schon Beschwerden vom Bürger, vom anderen Gemeinderat gegeben hat und einfach es nicht durchsichtig war, was da vorgeht und Gefahr im Verzug war, hat es von mir eine Sachverhaltsdarstellung mehrerer Punkte an die Staatsanwaltschaft gegeben, weil einfach nicht die Bereitschaft über ein Dreivierteljahr da war, diesen Sachverhalt im Gemeinderat zu erklären. Dies alles ist dokumentiert und beweisbar und alle versuchten politischen Anpassungen durch den Bürgermeister und ersten Vizebürgermeister haltlos. Im Gegenteil ergeben sich folgende rechtliche Fragen. Im periodischen Druckwerk SPÖ-Inform wird auf Seite 2 erwähnt, dass gegen mich die Staatsanwaltschaft wegen Verleumdung des Bürgermeisters ermittelt wird. Im Verfahren gegen Rudolf Eichbauer verlangte dieser eine Ermittlung gegen mich, da ich als Vizebürgermeister hätte wissen müssen, dass das Grundbuch eine übergeordnete Stellung gegenüber dem Wasserrecht hat. Ich bin gespannt, wer von euch das wusste. Es stimmt mir mehr nicht. Da im Vorfeld schon diese Einschätzung des Bürgermeisters weder von der Volksanwaltschaft, von der zuständigen Landesabteilung Magister Teschenek, sowie dem für den Wasserrecht zuständigen Bezirkshauptmann Stellvertreter Dr. Krenn mir gegenüber nicht so dargestellt wurde und diese Behauptung auch von der Staatsanwaltschaft nicht gewürdigt wurde, wurde das Verfahren bereits am 14.10.2013 eingestellt. Dies wusste der Bürgermeister und trotzdem hat er mir im Jänner diesen Straftatbestand eben in diesem Druckwerk öffentlich vorgelegt. Also, das müssen wir mal klar jetzt nochmal wiederholen. Das heißt, das Einzige, was da verleumdet worden bin ich. Die erste Anzeige erfolgte durch das Land Steiermark. Zur Ergänzung der Erklärung folgte eine Sachverhaltsdarstellung durch mich. Der Bürgermeister Eichbauer wurde in diesem Zuge von der Aufsichtsbehörde für schuldig befunden, eine Gemeinderatssitzung entgegen den Gesetzen nicht abgehalten zu haben. Und obwohl eine Rechtsschutzversicherung für den Gemeinderat besteht, hat der Bürgermeister Eichbauer ohne Gemeinderatsbeschluss einen Promi-Anwalt für Privatpersonen vom Gemeindebudget bezahlt. Diese 9.000 Euro sind zumindest, was ich mir jetzt wirklich rechtlich habe beraten lassen, amtshaftungsmäßig dir anzulasten. Und wenn das im wiederholten Falle wie beim Datenschutz nicht sogar einen Amtsmissbrauch darstellt. Aber ich bin gespannt, ob du bereit bist, dort irgendwo nochmal zurückzubezahlen. Genauso ist der Gemeinderatsbeschluss, dass ich das zurückzahlen soll, dadurch natürlich obsolet und vor allem liegt er nicht im eigenen Wirkungsbereich einer Gemeinde. Ich habe nun ein für alle Mal klargestellt, dass die Schädigung der Gemeinde allein vom Bürgermeister begangen wurde und dass insgesamt mit den weiteren privaten Rechtsanwaltskosten der Gemeinde ein Schaden von weit über 10.000 Euro entstanden ist
und im Sinne der Frage vom ersten Vizebürgermeister Feil nach Ehrlichkeit, Wahrheit und Rückgrat hoffe ich sehr, dass der Bürgermeister diese Kosten von sich aus der Gemeinde zurückbezahlt und nicht wieder einen aufwendigen, teuren Rechtsstreit zulasten der Gemeinde führen wird. Dankeschön. Also danke, so wird zusammengefasst. Eine Fragestunde. Eine Fragestunde wird die Frage beantwortet, ich brauche keine Ergänzung. Sagt der Bürgermeister, wie wird es noch gemacht? Dass ich es richtig verstanden habe, die anderen haben es sicher richtig verstanden. Es gibt jetzt diese Anzeige, da bist du nicht der Anzeiger, sondern ist der Sorger eigentlich, Gemeinderat, der Sorger, oder? Ist das so? Die ursprüngliche Anzeige an die Aufsichtsbehörde ist vom Herwig ergangen und erst nachdem zum wiederholten Male nichts passiert ist, habe ich von meiner Seite eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt, weil es, wie ich das erwähnt habe, nicht möglich war, über ein Dreivierteljahr die Sache dem Gemeinderat zu erklären. Das heißt, Schuld an dieser Anzeige ist der Gemeinderat. Willst du einem österreichischen Staatsbürger sein verfassungsmäßiges Recht absprechen, einen Missstand aufzuzeigen? Und wird den Missstand so aufgezeigt, dass die Rechtsanwaltskosten eigentlich vom Bürgermeister privat getragen hätten werden müssen und zu Unrecht von der Gemeinde bezahlt worden sind? Ich hoffe, dass dieser Umstand wirklich gewürdigt und zurückgezahlt wird. Da geht es um beide 10.000 Euro. Der Anzeige letztendlich ist ein anderer, das ist okay, das habe ich so verstanden. Ja, das ist in dem Fall der Auslöser Gemeinderatsvorgang, genau. Unterstützt von Herrn Pagler, damit das auch entsprechend dargelegt werden kann. Ja. Aber drinstehen tust du, ja, letztendlich als Anzeiger, damit ist klar, der Anzeiger steht im Hinweis. Und den Fortführungsantrag, oder? Den Fortführungsantrag, den habe ich dann das so richtig verstanden. Ja, okay, danke. So, super. Vor Eingang in die Tagesordnung gibt es auch Erweiterungspunkte von meiner Seite. So, bitte ich um die Aufnahme folgender Punkte. Tagesordnungspunkt 8. Hochwasserschutzmaßnahme, Hochwasserrückhaltebecken, Bad Losenbach. Da geht es um Entschädigungskonditionen für Grundeigentümer, die Verlängerung der in der Gemeinderatssitzung am 10.12. beschlossenen Frist zum Unterzeichnen der Verträge. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um Zeichen der Zustimmung. Ja. Nächster Tagesordnungspunkt zur Erweiterung der Leihung des Rechts zur Führung des Gemeindewappens. Nachdem der SV Eistetal 20 Jahre Bestand feiert und ebenso der Kirchenchor, dem er Musiker 30 Jahre Bestand feiert, ich bitte darum, dass wir den Tagesordnungspunkt aufnehmen, wo es um die Verleihung des Gemeindewappens geht. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine selbe Zustimmung. ÖVP? Ja, okay. Gut, dann für nicht öffentlichen Teil. Gibt es auch einen Punkt Personelles, den man auf die Tagesordnung nehmen kann? Der ist ja schon. Der ist ja ausgerufen, so haben wir schon. Okay. Gut. Das war es von meiner Seite. Bitte. Ich habe auch zwei Punkte heute noch geschickt. Der erste Punkt ist der bekannte Punkt Bürgerwünsche, den wir schon die letzten zwei Sitzungen oben gehabt haben. Ich stelle den Antrag, den Punkt Bürgerwünsche wieder in der Gemeinderatssitzung zu behandeln.
Nachdem wir erst heute Mittag darüber Erkenntnis erlangt haben, wir haben darüber schon vorher Erkenntnis gehabt, 12 Uhr 48 haben wir das beigekriegt oder was, ich habe es erst jetzt im Audio abgekriegt, und wir haben die Zeit gehabt, uns in der Fraktion darauf vorzubereiten, welche Themen das es dabei gibt, und so gesehen werden wir als unsere Fraktion nicht. Also wir halten jetzt fest, wir haben alle mitgestimmt für deine Erweiterungspunkte, für die Erweiterungspunkte von uns. Und für die Bürgerwünsche hast du keine Zeit. So. Wir haben für die Bürgerwünsche aber sehr wohl Zeit. Wir möchten nur informiert werden, darüber rechtzeitig. Wir waren vorher nicht herfahren. 5 Minuten vorher bringt uns das bei der Sitzung. Das war jetzt in der Sitzung und nicht. Das war jetzt in der Sitzung, die 2 Punkte. Ja, nicht 5 Minuten vorher. Meine waren einen halben Tag vorher. Wir kommen zur Abstimmung. Entschuldige, wir kommen zur Abstimmung. Der Stefan hat einen Antrag gestellt. Bitte, wer für den Antrag von Stefan ist, bitte überzeugen der Zustimmung. Die Gegenstimmung. Der muss dann das nächste Mal behandelt werden, gell? Das nächste Mal. Ja, Schickungsdienst. Nein, das nächste Mal muss er automatisch behandelt werden. Und von seinem Dritten ist er behandelt worden. Das heißt, dass du in Ordnung 5, 6. Du warst das Jahr schreiben. Du kennst das Jahr nicht mehr. Also, du gehörst nicht dazu. Bist nicht mehr die 17. Ich bin der 17. Ja. Passt, damit ist er bei der nächsten Gemeinderatssitzung bitte drauf, der Punkt Bürgerwünsche. Entschuldige, bitte. Das nächste Mal ist er dann drauf, weil ein Drittel der Gemeinderäte im Seite beantragt. Das geht dann automatisch auf die Gemeinde. Wäre freundlich von dir, wenn du uns die Informationen automatisch zur Verfügung stellst. Wir haben uns auch nicht zur Verfügung gestellt. Ja. Wir stellen die Informationen immer zur Verfügung, soweit sie kann, klarerweise. Ja. Das haben wir gut gelebt, oder? Egal, jetzt habt die Informationen fürs nächste Mal. Diese Punkte haben wir das nächste Mal schon, bis auf den Verleihung des Gemeindewappens. Ich muss sagen, weil der Hochwasserschutz war schon nächstes Mal sozusagen bestanden. Oder? So. Wollte aufgenommen werden und die Vorstand in den Fahrstuhl gesprochen hat. Ja, aber nicht für den Herrn Grünen. Ja, bis nicht im Vorstand. Ja. Nachdem Sie ja das letzte Mal von Kampfernseits und Urlaub waren, du hast mir eine Umfrage jetzt nicht einbringen, du hast keine Zeit. Das ist witzig. Das Problem ist, die Entschuldigungen Die Gleichheit besteht darin, wir haben jetzt mitgestimmt, ihr habt nicht mitgestimmt, die Bürgerwünsche sind euch nicht wichtig, um das festzuhalten. Bürgerwünsche sind uns zweiter Antrag zur Erweiterung der Tagesordnung. Ich stelle den Antrag, den Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil einen Grundsatzbeschluss bezüglich des Sportplatzes auf die Tagesordnung zu setzen. Wir haben keine Informationen. Ja, ich stelle den Antrag. Okay, Stefan hat den Antrag gestellt. Bitte haben wir ein Zeichen der Zustimmung, wer für den Antrag von Stefan ist. Gegenstimmen? Auge der nächsten Gemeinde. Jürgen, was will ich mitstimmen jetzt? Natürlich. Ich möchte es nicht. Ich war der Erste. Gut. Somit kommen wir uns. Gibt es noch einen Antrag oder was? Nein. Bürgerwünsche und Sportgelegenheiten sind für die SPÖ nicht wichtig. Bürgerwünsche und Sportangelegenheiten sind sehr wichtig am ersten Periode. Gut, dann würden Sie darüber reden, die Gemeinde. Angelogen eines neuen Gemeinderatsmitgliedes, nachdem der Herr Kurt Schmidt ausgeschieden ist, weil er verzogen ist aus Lieber, gibt es eine neue Gemeinderätin. Dazu darf ich euch bitten, dass sie aufstellt, die angelogen wird. Ich darf die Wende bitten, dass sie zu mir rauskommt und in meine Hand gelobt. Ich gelobe der Republik Österreich und dem Land Steiermark, unverbrüchliche Treue zu bewahren, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Dieses Gelöbnis ist durch die Worte, ich gelobe abzulegen. Gut, wir werden schon am zweiten Tagesordnungspunkt nominieren in diverse Ausschüsse und Verbände. Nachdem der Gemeinderat Kurt Schmidt ausgeschieden ist, stelle ich den Antrag, dass alle Ausschüsse, die vom Herrn Kurt Schmidt begleitet worden sind, in Zukunft dann von der neuen Gemeinderätin Maxi Lehne begleitet werden. Und wenn Sie damit einverstanden seid, diese wäre jetzt im Prüfungsausschuss, wie Sie vertreten. Dann Kultur-, Informations- und Bibliotheksausschuss als
Ersatzmitglied im Kinder- und Jugendausschuss, als Ersatzmitglied im Bau- und Raumordnungsausschuss, als ehrenamtliches Mitglied im Sozialausschuss, als ehrenamtliches Mitglied im Sportausschuss, als ehrenamtliches Mitglied und im Umweltausschuss als Ersatzmitglied. Sowie im Abwasserverband als ordentliche Delegierte und im Wasserverband ebenfalls als ordentliche Delegierte. Das war es für Sie. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mit Zeichen dazu stimmen. Dankeschön. Gut. Wir kommen zu einem weiteren interessanten Punkt. Punkt 3, Genehmigung und Unterfertigung des Sitzungsprotokolls vom 24.03.2014. Dazu haben es ein paar schriftliche Einwendungen gegeben. Und eine Bitte im Vorstand. Bitte im Vorstand. Im Vorstand haben wir was gebeten. Bitte, so. Bezüglich des Gemeinderatsprotokolls. Weil wir die Punkte, die ihr bei den Einwendungen vom vorigen Mal, habt ihr nicht ins Protokoll aufgenommen. Ja. Weil du argumentiert hast, in der Gemeindeordnung steht, ich muss das nicht wortwörtlich machen. Das ist richtig. Was ich machen müsste laut Gemeindeordnung, und das haben wir gleich hineinkopiert, ist eben laut § 60, denn über jeden Einspruch ist separat.